Er ist der König der Platte, Timo Boll. Schon jetzt der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten. Im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft sammelte er insgesamt 13 Europameistertitel. Als erster und einziger Deutscher schaffte er es an die Spitze der Weltrangliste. Eine außergewöhnliche Karriere, die in ganz jungen Jahren außergewöhnlich begann. Mit 11, 12, als ich damals schon bei den Herren gespielt habe, da hieß es dann immer, ach, da kommt der Kleine. Und da gab es auch mal ein paar Sprüche dann im Spiel, die ich nicht ganz so gut aufgenommen habe. Und da gab es auch eine Menge Stress immer in den Spielen. Aber ich glaube, in meiner Entwicklung hat es keinen Schaden genommen. Ganz im Gegenteil, Timo Boll hat es auf die Sonnenseite seiner Sportart geschafft. Seine technischen Fähigkeiten finden sogar in Asien allerhöchste Anerkennung. Im Reich der Mitte gehört Boll zu den größten Stars. Auch neben der Platte erhielt der Hesse einige Auszeichnungen. 2010 wurde er in der Kategorie Sportler des Jahres Zweiter. Darauf ausruhen kommt für Boll nicht in Frage. Weitere Titel sollen her. Ja, da gibt es schon noch ein paar Turniere, wo ich wirklich noch heiß drauf bin, da die eine oder andere Medaille auch gewinnen zu können. Natürlich Olympia, natürlich die Weltmeisterschaft. Ich war jetzt so lange wirklich in der Weltspitze, habe natürlich auch schon einige große Turniere gewonnen, aber gerade bei Olympia und bei der WM, da fehlen mir noch die Einzelmedaillen. Und da setze ich alles dran, da nochmal zuzuschlagen. Und ich hoffe, dass es möglich ist, dass ich auch da mal ein bisschen Glück habe. Aber ja, mehr als das Beste versuchen kann man nicht. Bei seiner Vorbereitung auf die Turniere überlässt Boll nichts dem Zufall. Körperliche Fitness gehört zu den wichtigsten Bausteinen, um auf Weltklasseniveau Tischtennis zu spielen. Sein Trainingsplan besteht zu 50% aus Fitnesseinheiten. Deswegen tauscht er regelmäßig den Tischtennisschläger gegen eine Langhantel. Es ist alles noch schneller geworden, die Schläge sind noch härter, man muss noch näher am Tisch sein, man muss noch schneller reagieren können, man muss ja, einfach sehr drahtig, athletisch sein und von daher muss man sehr viel Konditionstraining auch machen. Wenn sein Fokus mal nicht auf Tischtennis gerichtet ist, dann entspannt Boll gerne auf dem Golf- oder Tennisplatz. Der Sportfreak Boll hat aber auch noch andere Interessen. Ich bin auch total technikbegeistert. Alles, was mit Home Entertainment oder Handys oder sonstigem Computerkram zu tun hat, verbringe ich neben dem Sport auch sehr viel Zeit damit. Timo Boll und das Tischtennis. Eine Erfolgsgeschichte, deren letztes Kapitel noch lange nicht geschrieben ist.